So. Okay. Es ist noch düsterer, als ich dachte. Noch ein Stünd, zwei Stündchen. Eins, zwei. Und rein da. Ach ja, und die Musik ist toll. Momentan sind wir etwas oberflächlich unterwegs hier in der Gegend. Nichts gegen meine Powerrüstung, ja. Das liegt aber daran, dass wir momentan wirklich auch durch den Nebel extrem eingeschränkt sind. Wir werden jetzt trotzdem noch einmal hier zu diesem Ort gehen, den ich beim letzten Mal ausgelassen habe. Den ich vorhin ausgelassen habe, beim letzten Mal ist übertrieben. Weil wir jetzt etwas bessere Sicht haben. Ich meine, während wir hier den nuklearen Sturm hatten, konnte man wirklich gar nichts sehen, aber jetzt geht es ja relativ. Und das ist wirklich ein extrem fremdes Spielgefühl, bei Fallout eine so kurze Weitsicht zu haben. Der Baum sieht ja schick aus. Ich meine, ich kenne es nur in Fallout wirklich ganz, ganz weit gucken zu können. Ich rieche Ghule, sehe aber nur Leichen. Ich kann keinen Angler orten. Ne. Okay, der Meierlück ist mir egal. Köderkraut ist nur super für unsere Wolfssteaks, Wolfsrippchen. Oh, hier könnte man schön Fernsehen gucken. Leider tragen wir gerade die Power-Rüstung. Der einzige Grund, weshalb ich jetzt kein Fernsehen gucken möchte. Legendärer Schlingervielfraß. Nee, danke. Es sieht so aus, als hätten wir hier ganz, ganz andere Probleme. Headrock Cove. Ja, hier war mal eine richtige Wohnsiedlung, aber jetzt nicht mehr. Oh, ich hasse legendäre Meierlöks. Furchtbare Gegner. Nein! Okay, Planänderung. Ja, es könnte schief gehen, aber es kann auch gut gehen. Okay, jetzt will ich aber keine Miniaturbombe mehr verschwenden. Autsch.
Oh, sein Bein ist verkuppelt. Tut mir aber leid von den Armen. Ich glaube, da haben wir gerade auch seinen Kopf verkuppelt. Komm schon. Jawohl. Also, das war mal wieder mehr Kampf, als ich erwartet hatte. Ja, es war jetzt mal wieder sehr viele Mini-Atombomben, die ich da verbraucht habe. Aber Leute, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Ich weiß, da war ja der Gedera viel Fraß, aber ich überlege, ob wir die Leiche überhaupt suchen sollen. Wir können eh nicht mit dem, was er bei sich hat. Das soll ein Scherz sein. Er steht doch direkt vor dir, du Nase. Jetzt doch sterben, das fehlt ja. Das fehlt ja. Komm schon, Köpfchen, Köpfchen. Er steht doch direkt vor dir, verdammt. Diese VDS-Modus. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Noch ein Meierlück. Danach müssen wir erstmal im Commonwealth wieder Munition sparen. Wenn die ganze Sache hier vorbei ist. Eine schöne Tarnung haben die ja mit ihrem Moos auf dem Kopf. Schneller bitte. Oh ja. Okay. Oh Leute, wir haben es geschafft. Boah. Was war das denn jetzt schon wieder? Metallrüstung, rechtes Bein, Brand. Nahkampfangreifer im Brand setzen. Ja, wie gesagt, wir haben inzwischen so viele legendäre Rüstungsteile gefunden. Wir lassen das jetzt einfach mal liegen. Ich weiß, es ist viel Geld wert, wobei wir könnten natürlich... Hey, bin... Ah, er hat auch schon sehr viel dabei, seht ihr das? Okay, wir müssen einfach hoffen, dass wir gleich irgendetwas finden, was wir unbedingt kaufen wollen. Dann können wir ein bisschen Geld loswerden. So, wir können, glaube ich, da vorne über die Stehkonstellation hier das ganze Gebiet erkunden. Also meine Güte. Haddock Cove. Dann haben wir die Ecke auch abgeschlossen. Dann fehlen nur noch hier Regionen. Alpha Harbor ist wirklich riesig. Nein! Ich die Lebensenergie schon sehe.
Eine Idee habe ich noch. Spontane Idee, vielleicht sogar gute Idee. Erlöser. Bitte, jetzt nicht mehr. Jetzt lass mich bitte hier die Gegend erkunden. Der Sturm der Meyerlurks. Mitteilung an die Familie. Also es ist schon arg schwierig, das Addon. Also auf sehr schwer ist es wirklich. Ja, was heißt schwierig? Wir schaffen es eigentlich super. Es klappt ja eigentlich ganz gut. Mitteilung an die Familie. Da haben wir Luke gefunden. Das wusste ich. Ja, das unter den Brettern waren übrigens die Meyerlurks. Aufgabenliste. So dumm sind also die Fallensteller. Aufgabenliste. Auf A, B, C, D. A. Aufgabenliste. Aufgabenliste. Okay, ihr Deppen, aufgepasst. Das sind die Aufgaben für diesen Monat. Ich habe nur eine Liste, also lasst sie rumgehen. Und nein, ich werde es mir nicht wieder anders überlegen, also frag nicht wieder, Brawn. Luke, du bist fürs Fischen zuständig und für das Ausnehmen und Kochen der Fische. Alles, was mit Fisch zu tun hat, ist dein Job, okay? Rowan, du bist für die Reparaturen zuständig. Irgendwie lösen sich die Bodenplanken immer wieder. Keine Ahnung warum, aber kümmer dich drum. Brawn, du entfernst wieder die Büsche. Wir brauchen freie Sichtlinie. Und ja, du musst auch nachts arbeiten, du Schisser. Ist mir egal, was du da hörst. Ich hab mal wieder Tagwachdienst. Wir wechseln nachts, genau wie letzten Monat. Auch du, Brawn. Also heul nicht rum. So ist das. Gefällt's nicht? Pech. So erledigen wir die Dinge hier. Okay, und Holobands. Oh. Ist das Ding noch an? Das ist der Knopf. Natürlich nicht. Ich schmeiß das Teil noch ins Meer. Nicht aufregen. Hier spricht Ray Husky. Das wird wohl meine letzte Aufnahme. Oh, verdammt. Ich kann meine Innereien sehen. Sie kamen von unten. Riesengroße Meyerlurks. Jede Menge. Die Bodenfische und die Köder müssen angelockt haben. Verdammt, bei allen tot. Alle tot. Luke hat sich Schritte vor Ort und Rowan verschreit es diesen Fisch. Menschen-Ding. Und seine Überreste hat mich am Bauch erwischt, bevor ich einen Schuss habe. Und so endete hier die Siedlung. Traurigerweise. Ihr wollt mich ja wohl verarschen!
Nee, jetzt hat er deinen Tod mit aufgenommen. Ich glaube, der wurde komplett vernascht, oder? Das soll jetzt ein Scherz sein, oder? Egal, wo ich hinspringe, überall Meyerlurks. Das darf doch nicht wahr sein. Das ganze Gebiet ist Meyerlurk verseucht. Manometer. So, Leute, das haben wir jetzt aber geschafft. Und wisst ihr was? Wir reisen jetzt. Wir reisen jetzt weg hier. Haddock Cove ist auch nicht abgeschlossen. Ich verstehe nicht ganz, warum. Docks von Fringe Cove sind abgeschlossen. Okay, wir reisen jetzt erstmal zurück hier zum Großfanatiker, zum Nukleus. Meine Güte. Tut mir leid, Leute, aber wir müssen jetzt mal hier einen Schlussstrich ziehen. Das Ganze war so eine Festung von einer Gruppe, ich weiß nicht, Bürger oder... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, die durch Meyerlurks ausgelöscht wurde. Diese Meyerlurks, diese Siedler, meine Güte, dieses Spiel. Also die Erweiterung ist schon hart. Also oft sehr schwer ist sie auch sehr hart. Also da war aber, im Commonwealth war es aber nicht so schwierig, oder? Ja, wir haben das Idol geholt. Und noch viel mehr. Da bist du wieder. Mehr als ich erwartet habe. Hat Atum dir etwas offenbart? Ja, diese unheimliche Frau hier. Ich habe von der Quelle getrunken. Wurde zu dieser Statue geführt. Aber sollte das durch eine unheimliche Frau geschehen? Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen? Lass das mal meine Sorge sein, ja? Aber, bevor wir jetzt hier großartig von der Frau erzählen, was ist so besonders an der Ikone? Es könnte eine Nachricht von jemand Wichtigem sein. Du musst mir sagen, was du gesehen hast. Ja, ein Schatten in Nebel gehüllt, ja, so ungefähr. Es war mystisch. Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten, in Nebel gehüllt. Bei Atum, du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Die Mutter ist eine Botin Atums. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft seiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atums Kindern sicher ist. Nee, eigentlich nicht, oder? Darf ich dir erst noch ein paar Fragen stellen? Wenn es sein muss. Was genau ist mit mir an der Quelle passiert? Atum scheint dir eine Vision geschickt zu haben. Nur wer es wert ist, den Kindern beizutreten, hat sie und überlebt. Aber wenigen Auserwählten schickt er noch mehr. Einen Boten. Oder in deinem Fall die Mutter. Ganz ehrlich, ich will auf keinen Fall bei den Kindern des Atoms mitmachen. Auf gar keinen Fall. Aber okay, gab es die Mutter wirklich? Ist die Mutter also wirklich? Viele halten sie für eine Art Geist, eine Kreatur der Wildnis, wobei manche glauben, sie sei nur eine alte Einsiedlerin. Wie auch immer, ohne sie wäre unsere Familie nicht hier. Wenn sie in deiner Vision vorkam, tja, dann ist wohl klar, dass du bei uns sein sollst. Ich will aber nicht. Was kannst du mir über den Glauben der Kinder erzählen? Wir glauben an den heiligen Atom, der diese Welt vor 200 Jahren traf, und in sein Leuchten tauchte. Das Leuchten bringt die Kinder von hier fort. Zur Spaltung. Nee, danke, Leute. Was ist die Spaltung? Entfessle. Entfessle deine Macht. Die aller Welten in dir. Tausendmal zerbrochen und durch das Leuchten neugeboren. Die Insel ist perfekt dafür geeignet, dank des Nebels, des Nukleus. Überall das Leuchten. Mit etwas Geduld werden wir alle hier die Spaltung finden. Ich will aber nicht, danke. Aber reden wir über diese Hinrichtung, die war echt grausam. Sagst du mir jetzt, was zwischen dir und den beiden Kindern los war, als ich aufgetaucht bin? Unsere Familie fußt auf Vertrauen. Viele auf dieser Insel würden uns gern tot sehen. Die zwei mussten zeigen, dass auf sie Verlass ist. Einer konnte das. Nee, keine Fragen. Mehr Fragen habe ich nicht. Bist du also bereit, deinen Platz unter Atoms Kindern einzunehmen? Nein. Also ich glaube... Da lehne ich ab. Schande.
Nun ja, solltest du dich Atoms Ruf beugen, komm wieder. Ich töte dich bald für deine Rüstung. Pass gut darauf auf, Großfanatiker Richter. Großfanatiker Richter. Leute. Ich habe keine Vision mehr im Nebel. Ich bin hartnäckig und ich habe den Wechsel der Gezeiten eingeführt. Kazumi Bericht erstatten. Cassie Dalton, wir haben Blutige Flut abgeschlossen. Und so weiter und so fort. Aber weitere Visionen werde ich, glaube ich, nicht empfangen. Fahrhaber. Also, nee. nee. Die Atombomben waren also ein Zeichen des Gottes Atom. Zwinker, zwinker, wisst ihr? Nee, danke. Nee. Das wäre wirklich zu vieles gut. Dann würde ich meine eigenen Prinzipien brechen. Ich sage also mit dem Beichtvater in Fallout 3, in Megaton, das war noch alles lustig und akzeptabel. Es war lächerlich, es waren halt Fanatiker. Ich meine, ja, es waren Fanatiker, kurz und knapp gesagt. Aber hier in Fallout 4 ist es ja wirklich eine Sekte, eine kranke Sekte geworden. Genau wie in Fallout 3 nach Broken Steel, die das Aquapura als Weihwasser, wisst ihr noch, als Weihwasser angepriesen haben. Die waren genauso eine Sekte. So richtig krank. Seefahrerin? Festlandbewohner, ich habe noch eine letzte Idee. Verrückter als eine Kiste Rad-Kakerlaken. Aber das hatte ich ja bisher auch nicht abgehalten. Der Rumpf ist jetzt schon sehr stabil. Aber wenn eine Meyerwerk-Königin frontal angreifen würde... Okay. Hat denn jemals eine angegriffen? Habt ihr schon mal eine Königin angegriffen? Noch nicht. Aber ich sag's dir, die Insel ist gefährlicher denn je. Schätze, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber es wird sicherlich schwierig, diese aufzuhalten, oder? Ich weiß nicht, ob eine wütende Königin überhaupt etwas aufhalten könnte. Kann sein, aber ich habe da eine Idee. Dicke Wände lösen dieses Masse-Geschwindigkeit-Energie-Problem. Noch gefährlicher ist aber die Säure. Das Einzige, was die Säure einer Königin übersteht, sind andere Meyerlurks. Die Panzer der Meyerlurks auf unserer Insel sind besonders stark. Also sammeln ein paar Panzer und bring sie hierher zurück. Dann verstärke ich die Siedlung so gut es geht. Wo kann man gut Meyerlurks jagen? An der Küste der Insel kriechen überall Krabben rum. Aber Haddock Cove solltest du dir wirklich ansehen. Fahaber kann froh sein, dass du das hier alles machst. Ja und nein. Das ist mein Dock, auf dem sich die Leute hier rumtreiben. Also habe ich ein persönliches Interesse. Viel Glück. Rumpfdurchbruch 3. Sammle Meyerlurk-Panzer. Wisst ihr was, ich reise jetzt direkt dahin. Hoffentlich liegen die da noch. Hoffentlich liegen die Leichen hier noch rum. Die Bewohner von Fahaber trauen Fremden nicht, hassen aber insbesondere die Kinder des Atoms. Eine Sekte, die den radioaktiven Nebel anbetet, der nach und nach alles auf der Insel tötet. Ja, also wie soll ich die denn... Nee, hier, ich schlag mir gerade gegen die Stirn. Nee, das geht nicht. Also, ich würde gerne die Rüstung von dem Beichtvater Richter... Beichtvater? Von dem Richter haben. Die hätte ich gerne, die Rüstung. Aber ansonsten sind die für mich vollkommen uninteressant. Wirklich, vollkommen. Nee, danke. Aber Stufe 78 schon. Wir haben gute Erfahrung gesammelt hier in der Erweiterung. Ja, na kommt Leute, dann haben wir es geschafft. Sollen wir eine Miniaturbombe zünden? Eine einzige. Way, wir sind tot. Hat ja gut funktioniert.
Ach was? Warum ist denn hier der Speicherpunkt? Warum ist der Speicherpunkt denn nicht in Fahaber gemacht worden? Das ist ja merkwürdig. Ja, Fatman, schön und gut, aber dann war die Distanz wohl doch zu kurz. Oder wir haben zu viele Leben vorweg verloren. Das ist aber ärgerlich, dass die Leichen puff verschwunden sind. Und noch ärgerlicher ist, dass der Speicherpunkt hier gesetzt wurde. Das verstehe ich nicht. Vor der Schnellreise müsste der eigentlich automatisch speichern. Lalala. Trotzdem unmöglich, ey. Jetzt muss ich auch noch sehen. Dieser Großfanatiker. Also, es ist schon heftig. Von den Gegnern her. Meierlux. Dann natürlich die Vielfraße. Die Schlinger, meine ich. Entschuldigung. Schlinger, Vielfraß, Vielfraßschlinger. So heißen die Starken davon. Die Schlinger. Die Schattenschleicher, die Nebelschleicher da. Also, es ist schon heftig, was hier aufgefahren wird. Die leuchtenden Wölfe sind auch nicht ohne im Nachhinein. Alles verdammt stark. Alles unglaublich stark. Die einzige Rolle, die ich immer noch nicht ganz verstehe, ist die Rolle der Sins, von Dima vor allen Dingen. Werden wir jetzt die Möglichkeit haben, zu sagen, Dima schließt dich Fahaber an, beziehungsweise Dima schließt dich den Kindern des Atoms an? Oder müssen wir uns für eine der drei Fraktionen entscheiden? Dann würde ich mich für die Fahaber-Bewohner entscheiden. Hört sich blöd an, ganz klassisch, aber Dima ist mir ein bisschen unheimlich. Und ja, zu den Kindern des Atoms habe ich meine Sachen schon gesagt. Seefahrerin? Ah, da sitzt sie ja. Schönes Haus hat sie hier. Verrückter Rumpf ist jetzt. Habt ihr schon mal eine Königin? Noch nicht. Schätze, es ist. Ich weiß nicht, ob eine wütende. Kann sein. Also, dann. Aber kann froh sein, dass du das. Ja, also habe ich ein. Aha. Ich weiß, wir könnten jetzt auch erst die Power-Rüstung reparieren und so weiter und so fort, aber das machen wir später. Vision im Nebel weg, Rumpfdurchbruch 3 nehmen wir an und auf zurück nach Cottonwood Cove. Cottonwood Cove? Cottonwood Cove? Nee, Heather Cove, um Gottes Willen. Ach, seht mal! Tauchanzug und taktischer Helm der Marines wurden für Aufklärungseinsätze bei Nacht entwickelt. Aha, können wir den hier auffinden? Ich sag dir, es gibt sehr, sehr, sehr viele, auch teilweise geheime Dinge, die man hier auf Fahaber entdecken kann. Da habe ich schon ein paar Sachen grob gelesen. Das machen wir dann ganz gesondert am Ende. Nach Fahaber. Wie gesagt, wenn die Haupthandlung durch ist und wir die Orte grob entdeckt haben, werde ich mir eine Liste vorbereiten, um mal alle wichtigen Dinge noch abzuplappern. Aber jetzt erstmal, ja, speichern wir. So, Inventar. Wir nehmen mal direkt unseren Fatman raus. Boah, ich hasse Meierlux, ne? Das ist so furchtbar. Oh, Mann. Nicht speichern. Momentan würde mich das Spiel ein bisschen ärgern. Merkt ihr das? So. Oh, der hat den ganzen Panzer verloren. Ihr seht mal.
Wo ist die Leiche hin? Die Leiche ist weggeflogen von dem einen. Stirb einfach! Komm schon! Oh! Diese Meierlux! Drei von drei. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, die Quest geben wir erst beim nächsten Mal ab, oder? Meine Güte, ich brauche eine Pause. Also Meierlux ist echt anstrengend. Beim nächsten Mal können wir erfolgreich einige Aufgaben abgeben hier in Fahaba, und zwar alle, glaube ich, oder? Kehre zu Mitch zurück. Und, kehre zu Cassie Dalton zurück. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Ich freue mich schon riesig und bin vor allen Dingen gespannt, inwiefern Dima und die Synths noch eine Rolle spielen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Fallout 4.